Im Werkzeugbau bei Kleiner Stanztechnik in Pforzheim entstehen hochkomplexe Folgeverbundwerkzeuge, aber auch Lohnteile im Kundenauftrag. Die Präzision, die gefordert wird, ist meist sehr hoch und auch die Werkstoffe stellen hohe Ansprüche. Warum die Verantwortlichen beim Drahterodieren auf einen Maschinenpark aus Ashishami-Maschinen von GEF Machining Solutions setzen? Schauen wir es uns an. Im Werkzeugbau bei Kleiner Stanztechnik entstehen hochkomplexe Stanz- und Folgeverbundwerkzeuge in Dimensionen bis 2500 x 800 x 800 mm. Je nach zu verarbeitender Blechdicke sind die Toleranzen bei den Funktionsteilen extrem eng, meist im unteren einstelligen Mikrometerbereich. Grüß Gott, Herr Weisenrieder. Sie sind Leiter Werkzeugfertigung bei Kleiner Stanztechnik in Pforzheim. Was sind denn die besonderen Herausforderungen an Ihre Werkzeuge? Die Werkzeuge, die wir bauen, haben hauptsächlich Aktivteile, die in Hartmetall gefertigt werden und die wiederum müssen hochpräzise gefertigt werden. Das heißt, es geht um hohe Laufleistungen und um hohe Präzision am Werkstück letztendlich. Richtig, ja. Das heißt, die Teile in sich müssen eigentlich schon sehr hochfest sein. Ja. Daraufhin haben wir uns für die Aktivteile in Hartmetall entschieden. Ja. Sie setzen dabei auf einen Maschinenpark aus Drahterodiermaschinen von Ashishami aus dem Haus GF Machining Solutions. Warum haben Sie sich für diese Linie entschieden? In erster Linie ist natürlich die Zuverlässigkeit. Auch von der Tradition her haben wir im Hause Kleiner schon langjährige Erfahrung mit den Maschinen. Sie sind natürlich zuverlässig, wie gesagt. Dann haben wir ja die Möglichkeit, durch die Benutzerfreundlichkeit, die Benutzeroberfläche mehr ja, auch automatisiert zu arbeiten. Ein weiterer Punkt natürlich ist der Generatorleistung, gerade speziell für Hartmetallteile, die wiederum ja, von der Generatorleistung her eigentlich ja, marktführend und auch einen Wettbewerbsvorteil bringt. Insgesamt 9 Drahterodieranlagen aus dem Haus GF Machining Solutions stehen heute bei Kleiner Stanztechnik in Pforzheim. Neben der sehr guten Generatorleistung, insbesondere bei Hartmetall, ist es vor allem die Steuerung Vision, die mit vielen Möglichkeiten bei einfacher Bedienbarkeit überzeugen kann. Beim Drahterodieren sind die Maschinenbediener hier im Haus sehr überzeugt von ihren Ashishami-Anlagen. Speziell bei der Bearbeitung von Hartmetall sehen sie keine Alternative. Das liegt zum Großteil sicher auch an der neuen Generatorentechnologie, die in diesem Bereich doch erhebliche Fortschritte gebracht hat. Aber auch das Bedienkonzept, die Steuerung, konnte offensichtlich überzeugen. Wenn ein Unternehmen wie Kleiner Stanztechnik über Jahre hinweg immer wieder die Maschinen eines einzigen Herstellers kauft, nun, dann hat der Zulieferer, in diesem Fall GF Machining Solutions, offensichtlich einiges richtig gemacht.